Herzlich willkommen zurück hier bei Dufi UFM und Transport Viva 2. Das wollen wir noch anschließen und der Brückenbauer hat gerade eben mächtig geleckt aus Gründen. Ich habe mir überlegt, jetzt fange ich zuerst hier an und schaue, wie ich dann rüberkomme. Hier ziehen wir auf jeden Fall nochmal ein zweites Gleis hin. Ich muss noch schauen, wo hier der Schnapppunkt war. Das war er. Ist das auch richtig? Ja, da ist nichts verschoben oder so. Gut, passt. Nehmen wir. So. Sehr schön. Den können wir hier durchziehen. Dann gehen wir hier noch ein Stück hoch und geradeaus. Und anstatt Brücke hätte ich mir gedacht, versuchen wir mal einen Tunnel. Wir bauen ja immer Brücken, aber Tunnel wäre doch auch mal nett. Vier runter. Mal schauen, ob das schon klappt. Nee, nicht wirklich, ne? Er setzt da hinten irgendwo an. Da passt es. Okay. Hätte ich gerne wieder den Tunnel da. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Und da kommen wir schon raus. Ah, okay. Dann kann ich den vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter nach oben ziehen. Dann passt es allerdings nicht mehr. Okay. Dann mache ich hier erst noch ein Stückchen gerade. Gehe aber schon nach unten. Und dann Tunnel. Ja. Den wieder. So. Und hier kann ich schon wieder sagen, ich möchte nach oben. Falsche Richtung. So. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. So. Bäm. Okay. Dann gehe ich von hier da drauf. So wie. War doch viel einfacher als mit der Brücke. Gut. Hier machen wir noch eine Weiche hin. Eine ganz weiche Weiche. Und da muss dann noch ein Signal hin. Und zwar in diese Richtung. Und hier auch wieder. Okay, dann können wir das kurz durchgehen. Zack, zack. So, und das kann weg. Da kommt raus, dann kommt es in die Richtung. Aber nicht direkt da vorne dran. Irgendwo da. Naja, gut. Ach, was soll's, ich lasse es stehen. Okay. Dann, neue Linie. Von da nach da. Hier bitte wieder warten, Minute lang und knall dir das Erz rein und hier schmeißt es wieder raus. Das Ganze heißt dann Stahlnürnberg 1, nein, das ist Erz. Das ist ja gar nicht, es ist ja eh nicht in Nürnberg. Stuttgart 4 ist es dann, ne? Okay, Erz, 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 Erz. Erz, Stuttgart 4. Gut, dann können wir den Dreier einfach mal kopieren. So. Und du bist dann Erz, Stuttgart 4. Sehr schön. Ja, also es kommt auf definitiv, es kommt weniger Erz als Kohle an. Vielleicht können wir das mit dem weiteren Werk da beheben. Wie schaut das denn hier aus? Hier kommt mehr Erz an als Kohle. Also hier bräuchten wir noch ein Kohlewerk.
Oh, und. Oh. Hier könnten wir uns mal überlegen, ob wir unseren Erzzug aufwerten. Welche Linie wäre das denn? Karlsruhe. Nee, es müsste dann Nürnberg sein, ne? Stahl, aber es fängt mit S an. Stahl Nürnberg 1. Der müsste sein, jawohl. Und da steht er auch. Machen wir hier schnell Pause. Stahl Nürnberg 1. Du da. Ja. Zack. Und das editieren wir. Wir haben jetzt 162. Da knallen wir. Da könnten wir eigentlich mal in die Vollen gehen, oder? Ich meine, 305 ist immer noch gut. Zack. Ja, sehr schön. Okay. Einmal Kohle noch. Den haben wir angeschlossen. Hier rechts waren auf jeden Fall die beiden, aber die hätte ich halt, wie gesagt, gerne noch, falls ich den da anschließen möchte. Das würde ich gerne noch offen lassen. Diesen hier hätten wir noch. Wobei die beiden ja auch als Zusatz für den da gedacht waren. Aber bringt natürlich alles nichts, wenn uns hier die Kohle ausgeht. Wir produzieren diesen so. Der ist auf Volllast. 105 liegen noch rum. Der ist auch auf Volllast. 600. Oh. Oha. Oha, oha. Dann würde sich ja hier ein zweiter Zug lohnen. Dann wollen wir gar kein neues Werk erschließen. Okay. Lass mal schnell überlegen. Dann muss ich hier. Ich brauche hier ein zweites Gleis. Damit, falls der hier ankommt, während der hinten noch belegt ist, damit er halt eine Ausweichchance hat. So. Und hier führen wir die wieder zusammen. So. Das heißt dann aber auch, der ist nur für die Richtung. Und der ist nur für die Richtung. So. Kohle Karlsruhe. Fahrzeug verwalten. Das wollte ich eigentlich. Und einmal klonen. Bumm. Sollte man dann vielleicht. Dass er es ein bisschen einfacher hat. Warte mal, werden wir hier kurz editieren. Wir nehmen. Ein Waggon raus. Notfalls setzen wir sie wieder dran, aber wir nehmen da jetzt mal nur 16. Okay, gut. Damit sollten wir das eigentlich auch schon überhoben haben, weil da kommt ja jetzt dann ordentlich Kohle an. Und hier liegt auch wieder ordentlich Stahl. Krass. Werkzeuge liegen da auch noch. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Man könnte sich ja fast überlegen, hier noch einen zweiten Zug fürs Stahl zu verwenden. Dann müsste ich den allerdings irgendwo anders hinsetzen. Also. Stahl, warte mal, das werden wir mal eben machen, weil dann hat es keinen Wert, dass der hier drin liegt, weil dann wäre es mir lieber, wenn er hier irgendwo außen kommt, dass ich einen zweiten Zug verwenden wollen würde, dass der auch wieder eine Chance hat, irgendwo ja ein Ruhegleis zu haben. Ne? Machen wir auch direkt. Stahl ist auf Gleis 2 und Gleis 7 ist, Gleis 8 ist es, okay, also von Gleis 2 auf Gleis 8
Was ist jetzt? Jetzt hat er nicht gecheckt, dass ich auf Gleis 8... Achso, weil der gerade da steht, oder was? Oh, ist es... Okay, warte mal. Dann geht er nochmal auf Gleis 2. Dann kann der hier in Ruhe vollladen. Hoffe ich. Kein Weg. Okay, der ist jetzt gerade irritiert. Ne, das checkt er jetzt gerade echt nicht. Okay, dann muss ich den wegfahren lassen. Dann sagen wir hier aber wieder, der ganze Krempel kann auf Gleis 8. Da hinten fährt er. Und dreh dich um. Ja, sehr gut. Direkt mal die Länge checken. Okay, der braucht ein eigenes Gleis dann, weil der Zug zu lang ist. Wir können mal schauen. Jetzt ist er komplett vollgeladen. Den hefte ich mal an. Und wir haben noch 63 übrig. Wenn der jetzt oben ankommt, wie viel hier liegt. Und da kann ich hier ungefähr abschätzen, weil wenn ich dem hier jetzt auch dann wieder zwei Waggons oder sowas klaue, dann dürfte er auch wieder da drauf passen. Und auf dieses Gleis hier, ne? Auf das da. In seiner gesamten Länge. Und ich hätte ein Ausweichgleis. Wobei, naja, ich muss es wahrscheinlich wirklich länger ziehen. Es wird nicht wirklich dahin passen. Was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, dass ich ihn nicht drehen lasse, sondern nach hier weiterfahren lasse und dann, ja, naja, es ist auch blöd, oder? Ich meine, dann müsste ich hier irgendwie Kurve und dann da wieder zurück. Das ist irgendwie auch blöd. Ich könnte ihn hier auf mein Hauptgleis setzen, dann muss er allerdings, wenn er von da kommt, dann einmal da hinten rumfahren, einmal da rum, da, um dann dahin zu kommen. Wäre aber auch möglich. Okay, er kommt an und wir haben 140 ungefähr. Ja, ist noch ein bisschen drüber. Ja, eigentlich reicht ein Zug. Wenn er jetzt wieder hier ankommt, dann haben wir 300 voll. Eigentlich seine Kapazität. Aber der könnte halt noch... Der könnte halt noch weiter hochfahren, ne? Dann wird es wiederum eng. Wir behalten das mal im Auge. Wir behalten das mal im Auge. Weißt du, mit dem ist da auch zu viel Holz oder was? 462 Holz, okay. Und da? Allerdings weniger. Welche Strecke ist denn das? Holz Nürnberg 2, der hat 9. Macht aber auch nicht wirklich den Riesengewinn. Wundert mich fast. Zumindest macht er gar Minus, ist ja auch was wert, ne? Jetzt mal eben schauen, was er macht, wie er fährt, was Phase ist, aber 500, also ich kann da auf jeden Fall erhöhen. Warte mal. Dem hauen wir noch ein paar Waggons dran, wa? Das sind auch wieder die. Anstatt 162, ich meine 500 lagen da hinten, ne? Da brauchen wir 270. Und ist immer noch ausgezeichnet. Passt. 15 Waggons sind es jetzt.
Ach, jetzt hat er auch auf einmal ein fettes Plus gemacht. Ah, ne, ist der falsche Zug. Ich wollte gerade sagen. Jetzt macht er schon wieder Minus. Okay. Ja, kam hin, ne? Also fast voll. Jetzt ist er wieder angekommen. Muss nur kurz warten und kann direkt wieder lostigern. Ich denke, das passt bei dem. Jetzt bin ich mal kurz drauf gespannt, was der hier an Cash jetzt reinbringt. Minus 2,6, krass. Naja, die waren halt teuer, ne? Die waren halt echt teuer im Unterhalt. Okay. Also der muss schon mit, also der darf keine Leerfahrt haben, sonst macht er Minus. Naja, gut. Hier fühlt er sich auch immer mehr, das ist sehr schön. Der hat genug, wobei immer noch Stahl weniger ist. Und Holz wird auch knapp. Bretter. Sorry, Bretter. Aber gut, jetzt machen wir mal die nächste Stadt. Hier, Münster hatte auch wieder beides Bedarf, ne? Ja. Mal eben schauen, ob wir da schnell was hinzimmern können. Also ich denke mal, dass hier irgendwie der Bahnhof... Hier vielleicht ein Kopfbahnhof. Hier wird sich echt ein Kopfbahnhof anbieten. Das versuchen wir mal. Das reißen wir ab. Gebäude. Kopf 2. Und da greifen wir doch echt viel ab. Reicht das auch, wenn ich nur ein Gebäude abreiße? Ja, da ist ein Gebäude. Was würde es mir bringen, wenn ich bis dahin gehen würde? Eigentlich gar nicht mal so viel. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich es mir denke. Weil ich hätte jetzt gerne hier nur das eine Gebäude abgerissen. Und dann setze ich da oben nochmal ein weiteres Gebäude hin. Also hier, ne? Ob der dann mehr Einzug hat. Versuchen wir es mal. Das passt. So. Jetzt hier sag, Güter, nehmen wir den mal. Würde er anschließen? Nein. Okay, das Große. Schließt an, würde zwei abreißen. Vielleicht einen Snap-Punkt noch da, dann haben wir wenigstens nur eins. So. Und es ist mehr geworden, ne? Das ist wirklich mehr geworden. Ja. Geil. Okay. Ach, das passt ja auch. Dann kann ich hier easy drüber gehen und da anschließen. Das ist ja auch toll. Oder ich nehme die da hinten. Nee, das lasse ich als separate. Das lasse ich als separate. Ich gehe da rüber und gehe da auf. Okay, das scheint doch wirklich ein schnelles Unterfangen zu werden. Wir greifen hier frühzeitig ab und gehen raus. Mager nicht. Da geht's noch. Okay, mach mal so. Zack. Da drauf, okay. Jetzt sind wir schon mal hier oben. Jetzt mache ich mal oberen Gleis weiter. Und kann hier ganz easy rumgehen. Ah, noch nicht ganz so easy. Vielleicht noch ein Stückchen geradeaus. So. Steigung zu groß. Wieso? Ich will doch da nicht drauf. Ich will drüber fahren. Deswegen ist doch da ein Tunnel. So, jetzt. Na? Hä? Versuchen wir es mal von der anderen Seite. Okay, erstmal hier ein Stück geradeaus.
So. Oh, okay. Warte mal. Das war, glaube ich, zu übertrieben mit dem Stück geradeaus. Ein bisschen was brauche ich aber wegen hier Gleiswechsel, ne? Mache ich die Weiche mal direkt rein, damit die schon mal safe drin ist. So. Und dann kann ich ja da abreißen und da schon die Kurve einläuten. Dann kommen wir halt da aus. So würde es gehen, aber ich bin auf der falschen Seite. Ich habe hier das untere Gleis, also das rechte Gleis, aber ich brauche das linke Gleis. Huch, hä? Wie sagt er jetzt? Oh. Das hat er einfach hingebaut. So, noch schnell checken. Ich bin hier auf dem unteren Gleis. Dann nehmen wir einfach den. So. Patsch. Passt. Und der passt auch. Was hat der jetzt da gemacht? Ach, jetzt sehe ich das erst. Der hat... Oh Mann, der hat hier den Tunnel abgerissen, dass er da auf der Höhe durchfahren kann. Alter. Was ist das denn für ein Scheiß? Oh, wie kriege ich das denn jetzt wieder abgerissen? Shit. Geh mal hier auf Pause. So, okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, dann hat das hier auf jeden Fall auch keinen Wert. Wieso bleibt er denn nicht auf der Höhe? Der geht doch hier extra hoch. Verstehe ich nicht. So. Dann reißen wir die auch nochmal ab. Jetzt haben wir nicht mehr die Geschwindigkeit im Gleis, aber zumindest macht das jetzt da. Vielleicht kann ich das ja nochmal abreißen. Und versuchen. Na, geht trotzdem wieder auf 85 runter. Naja, 88. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ja, dann will er wieder... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, aber warte mal. Dann machen wir das hier nochmal anders. Nee, es wird nicht so toll, wie ich es mir dachte. Da ist unser Gleis. Okay, da ist die letzte Chance. Also wenn ich jetzt dem sag, er soll dahin bauen, na gut, dann haben wir... Ja, ach komm, lass mal so. Also, dass der da partout den Tunnel durchbrechen wollte, das hat mich jetzt sehr irritiert. Gut, dann können wir da wieder Gas geben. Da kommen wir zurück. Hier könnte man vielleicht nochmal irgendwie ein Signal hinsetzen. Mal wieder ein langes Teilstück ohne Signale. Okay. So. Haben wir das auch geschafft? Und weil wir hier gerade dran sind, warte mal, dann versuchen wir
die Straße werde ich nicht aufbreitern können. Da hätte ich jetzt vorher dran denken müssen, aber den Bahnhof, ja, reise jetzt nicht nochmal ab. Okay. Den da. Ich ziehe mal kurz das Stück länger. Und dann schauen wir, dass wir hier rüberkommen. Okay. Weil da schon die Weiche ist, ne? Ja, weil da schon die Weiche ist. Das ist zu knapp. Schade, 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 Schokolade. Aber dann versuchen wir es halt dahinter. So. Den machen wir da weg. Da mal auf die Seite hier auch nochmal konfigurieren. Gütergebäude. Hier war es das Große, was hinpasst. Dann machen wir das da und da auch hin. Und da auch nochmal. Okay. Dann können wir da raus. Dann können wir wieder Straße bauen. So. Okay, das eine Gebäude muss leider dran glauben, aber dann haben wir das hier wieder komplettiert und können darauf hoffen, dass sich hier vielleicht Industrie weiterentwickelt. Und weil das da auch irgendwie stört, kommt es weg. Und wir machen da eine Rundung hin. Schaut scheiße aus. Okay, vielleicht in die Richtung, schaut besser aus. Und platsch. So. Und dann können wir hier auch nochmal durchgehen, weil es so schön ist. Und dann kann er selber schauen, wie er da weiterbauen möchte. Gut, haben wir das auch. Dann setzen wir noch eben die Linien. Aber wir fangen natürlich nicht da an. Warte mal, nochmal schnell raus hier. Wo war unser? Da war unser. Also nochmal neue Linie. Hatte die eine jetzt genommen? Ja. Dazu hinzufügen. Da. Achso. Jetzt. Okay. Von da nach da. Was ist das eigentlich? Münster. Okay. Hier, warten. Und eine Minute. Werkzeuge einladen. Werkzeuge raus. Und du bist Werkzeug Münster. Okay. Dann neue Linie. Von da nach da. Hier wieder Minute warten. Und du lädst dir Maschinen ein und haust sie da wieder raus. Und du bist dann Maschinenmünster. Sehr gut. Und dann, ne? Könnten wir eigentlich noch hier Werkzeug... Was war das hier oben noch gleich? Dresden. Okay, Werkzeug Dresden. Dann haben wir ja schon den richtigen. Wir wählen hier aber nochmal schnell den aus, damit es wirklich der richtige ist. Und beide waren gleich, ne? Ja, ja, genau. Werkzeuge und Maschinen. Es sind die gleiche Kategorie, sag ich mal, was Güter angeht. Also können wir den zweimal kopieren. Und dann ist der... Werkzeugmünster. Und der ist Maschinenmünster. Zack. Okay. Und somit sollte das auch laufen. Wie sieht es hier oben aus? Was für Gleise hat er sich jetzt da gewählt? Wir sind langsam voll, ne? Wir sind voll. Abgesehen von unserem einen Übergleis hier. Ja, wir sind voll. Und wieso fährt er nicht nach rechts raus? Er wird... Ach, der kürzt hier irgendwie ab. Blau ist es, ne? Blau, blau, blau. Oh, das ist natürlich kacke. Das ist natürlich kacke. Das Gleis hier wird jetzt mega befahren, obwohl es eigentlich nur für einen gedacht war. Daddy's Blade. Gut, auch nicht so tragisch, das ist schnell behoben. Ne?
Hier bleibt ja einer. Das ist zumindest so geblieben. Okay, okay. Das müssen wir aber allerdings noch schnell ändern, weil das führt ja sonst zu Megastaus. Okay, dann ziehen wir den hier mal wieder durch. Einfach mal bis da. Und den bis da. Und dann warten wir mal, bis der Zug da weg ist. Dann gehen wir mal auf Pause. Weil ich brauche hier mal eben freie Strecke. So. Also, der kommt weg. Der geht dann nur auf das Gleis und der auf das untere. Ich fange mit dem unteren an. Und wo passt es? Wo passt es? Nirgendwo passt es. Sehr geil. Da war doch gerade was. Achso, das hat er aber nicht angeschnappt. Da. Da. Ja. Und den können wir sogar bis dahin ziehen. Okay. Jawohl. Und da will er nicht. Wieso will er da nicht? Ich habe den doch genauso rausgezogen. Okay, vielleicht von der Seite. Will er nicht. Da muss ich jetzt nochmal entfernen, weil das Signal kann ich auch nicht entfernen. Wäre das denn sinnvoll? Stört das Signal da? Eigentlich stört es da, oder? Weil hier gerade wieder so ein Knotenpunkt entsteht und nicht, dass hier einer quer... die Strecke behindert. Das war jetzt auch behindert. Scheiße. Eigentlich wollte ich nicht die gesamte Strecke löschen. So. So. Okay, wir konnten es beheben. So, da ist der Punkt. Okay. Weiß jetzt gerade, wenn ich besser weiß, mache ich eine Doppelkreuzweiche. Und hier passt halt kein Signal. Da, es würde wieder hinpassen. Okay, es würde wieder hinpassen. Dann versuchen wir hier mal. Da muss ein Signal hin. Und dann geht es hier ganz normal weiter. Okay, warte, warte, warte. Das müssen wir jetzt doch nochmal ändern. Das fand ich am Anfang ganz praktisch, aber das ist jetzt blöd, weil da noch Signale hin müssen. Die kann ich halt nicht im Bahnhof setzen. So. Sehr gut. Dann reißen wir das Stück hier nochmal eben ab, damit ich weiß, wie ich da hinkomme. So, das ist unsere Standardstrecke. Die werde ich jetzt auch nochmal ein Stück abreißen, weil dann werde ich die direkt nach oben führen. Oder aus der Ansicht nach unten. Dass die eigentlich da drauf geht. So in der Art. Und der hier schmiegt sich dann einfach nur dran. So. Das ist Doppelkreuz. Okay. Dann noch eben die Signale zu Ende. Da und da. Ah ja, hier ist schon das Ding. Das heißt, ich mache hier eins hin, da eins hin. Hier nochmal und da nochmal. Ach ja, und weil es geht, machen wir da auch nochmal. Komm, scheiß drauf. Okay, hier ist auch sehr viel Holz, kann das sein? 593, okay. Dann hast du es dir auch verdient. Ändern. Du wirst auch erweitert auf 252. 14. Den anderen hat aber 15 gemacht, ne? Komm, dann bekommst du noch einen dazu. Zack. 15. Okay. Wie viele sind das denn jetzt? 270. Okay. Gut.
Das hier hat sich normalisiert. Finde ich sehr gut. Okay, ein bisschen länger geworden die Folge, aber dafür ist die nächste kürzer. Ha, bis zur nächsten. Ha, 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 ha